Liebe Schwestern und Brüder, es trifft sich, dass heute am Nationalfeiertag dieses harte Evangelium zur Sprache kommt. Dass Jesus mit diesen harten Worten heute zu uns spricht. In diesen Worten ist er zunächst, wenn man so will, ganz allgemein von der Gefährdung derer die Rede, die sich Jesus nahe wissen. Die ihn also geradezu schon gepachtet haben. Wie das die Orte, über die er hier ein Wehe ruft, von sich sagen. Das sind die Orte, wenn man das überhaupt von einem Ort sagen kann, in denen Jesus sich so weit zu Hause fühlt. Wenn er von seinen Wanderungen, von den Predigten mit den Jüngern zurückkommt, dann immer dorthin. Allen Orten voran, Kapharnaum. Ein Ort, von dem ein Evangelist zu sagen weiß, dass er dort ein Haus hat. Das ist klar, dass die Menschen stolz darauf sind. In ihrer Mitte ist einer, der solche Wunder tut, die er eben in seiner Heimat nicht tut, sondern nur in seiner Wahlheimat. Nazareth, das wissen wir aus den Evangelien, dort wird er abgelehnt und kann dort kein Wunder tun. Das ist die allgemeine Gefährdung, die auch uns gilt. Und diese Gefährdung, weil wir sozusagen Jesus gepachtet haben, meinen wir manchmal auch, wir können mit ihm umspringen, wie wir wollen. Das Korrektiv, sagt Jesus, ist am Ende hier dieses Abschnitts. Wer euch hört, der hört mich. Na, da werden die Menschen manchmal etwas hören. Ist das wirklich Jesus? Der Herr, der aus uns spricht, der an unserem Leben ablesbar ist? Das ist eine Frage, die wir stellen müssen. Wir sind sozusagen eine Originalübersetzung dessen, was Jesus sagt, wer er ist. Ich denke, es geht uns wie dieser Ort, über den Jesus Wehe ruft. Wir geben ein schauerliches Bild ab, oft genug. Nicht nur, aber oft genug. Und an diesem Tag führt uns das Evangelium vielleicht auch dahin, dass wir das gerade 25 Jahre, da sich der Mauerfall jährt, da unser gespaltenes und geteiltes, willkürlich geteiltes Vaterland zusammengewachsen ist, dass es diese noch kurze Zeit vorher, wenige Wochen vorher, im Sommer 89, für unmöglich erachtete Möglichkeit plötzlich gab. Wenn die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, woanders. Vielleicht müssten wir dann von einer gläubigen Nation reden. Davon sind wir ganz weit entfernt. Das ist alles irgendwie selbstverständlich. Das nehmen wir hin, weil wir nicht mehr lernen, in dem, was geschieht, auch die Handschrift Gottes zu entziffern, zu lesen, danach zu fragen, dass er der Herr der Geschichte ist, dass er es vielleicht fügt. Umgekehrt, bei den negativen Dingen sind wir ganz schnell dabei, Gott Vorwürfe zu machen. Wobei da die Ursachen sehr schnell erklärbar sind, die wenig mit Gott zu tun haben, sondern meistens mit Gottlosigkeit, mit der Entfernung von ihm. Da fragen wir dann, ja, wie kann er denn sowas zulassen? Bei den positiven Wendungen, die selten genug sind, aber deren Zeuge die meisten von uns doch geworden sind, geschieht das nicht. Es unterbleibt. Undankbar, wie wir sind, ist es selbstverständlich. Es ist nicht notwendig, dass wir nur bei den Weherufen des Evangeliums stehen bleiben. Aber wir sollten schon so etwas wie einen dankbaren Blick entwickeln. Und durch diese Dankbarkeit auf das, was geschieht, was in unserem Leben, in unserem Lebenskontext geschieht, können wir vielleicht auch bessere Zeugen dessen sein, was Jesus sagt, was er tut. Wer euch hört, der hört mich.